Hi Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS15 Multiplayer Let's Play auf der Sudenhagen Map. Mit dabei ist wieder der Christian. Hallo. So, und wir wollen Weizen dreschen. Der Oh. Weizen ist reif auf Feld Nummer 80. Wir sind auch gleich angekommen und den wollen wir dreschen. Christian ist auch schon unterwegs. Er kommt gleich nach. Er fährt ab. Ich folge dem Schatten. So, Feld Nummer 80, das müsste jetzt hier gleich kommen. So, koppeln wir mal. Ja. Klappen das Schneidwerk zusammen. Ah, da ist er. Ja. Alles startklar. Das ist doch ein bisschen großes Feld, schon wenigstens wäre kleiner. Ja, welches? Was ist das für Karte? Ja, es hat getäuscht, a little bit. So, Hammer, Moment. Häcksler, Strohablage. Machen wir an, ne? Oder? Ausschalten, ja, aber Oder? Warum ist ich. so? Ja, wir machen Stroh, aber bei der ersten Fahrt lassen wir es aus, oder? Ja, Vorgewende, ja. Manchmal. Dann geht's los. Hauen wir mal hier ein bisschen Weizen runter. Brauchen wir. Hat der Beifahrerskript? Nee, ne? Ne, ich glaube die neue Version, glaube ich. Okay. Ja, wir fahren noch mit der alten. Bin aber sowieso auch am überlegen, ob wir nicht hingehen und vielleicht zu den Glas umschwenken. Wobei die New Holland hier auch eigentlich ganz gut sind. Genau, ja. Denn die Glas haben wir auch schon runtergeladen, aber noch nicht reingemacht in den Mod-Ordner. Fahren wir schnell durch die Ladewagen noch. Füllen wir die wieder hin hier. Ach ne, das nervt. Alles klar. Füllen wir sie wieder unter die Scheune hier. Ja, genau. Bei den spannenden Häcksler. Brauchen wir sie nicht mehr. Ja. So, also auf der Gamescom gibt es definitiv das Lenkrad zum Jawohl. Anfassen. Das habe Das ich stimmt. nur gelesen irgendwo. Bei Facebook hat es mir das angezeigt. LS Infos, ja. Ja. Also da wird sich definitiv mal angestellt. Auf jeden Fall. Weil bestellt ist es ja schon. Ich will nur noch wirklich auf Nummer sicher gehen, ob es noch was ist. Ja. Genau, ja. Also wenn du willst, kannst du langsam ohne Hopse zum Absprengen, zum Abtanken. Komm, ja. Denk gerade immer noch der Hänger an, das Wetter. Gut. Komm. Und Probier. dann wird definitiv nur am Lenkrad ausprobiert. Ja. Auf jeden Fall. Ich bin mal wirklich arg gespannt, also ich freuen wir uns irgendwie drauf. Ja, Karte gibt es ja auch keine mehr. Nein. Tutor komplett ausverkauft. Gut, Tageskarte soll es noch geben. Aber wie jemand wie mir, wo weite Anreise haben, ich weiß nicht, ob sich das rentiert, hier zu fahren. Ja, wo man bedenken muss, erst ab 14 Uhr, ne? Ja. Dann Also. kann es passieren, dass man am Schluss vor verschlossener Türe steht, ne? Ja.
Kann leider passieren, ja. Ja, das wäre doof. Bisschen. Aber auch nur ein bisschen. Ich meine, Köln ist ja so schnell genug, man kann auch noch was anderes machen, ne? Ja. Gibt schon noch einiges. So. Wartung mal hier. Genau. Warum du mal ein bisschen den Hof auf? Ich dann noch so Kalkstreuer da. Ach, Kalkstreuer sag ich. Ja. Dünger-Gedöns da. Okay. Will ich auch mal noch irgendwo unter, da steht mit auf dem Weg da. Noch eine Gabel, ich weiß auch nicht, ob die jetzt für der Teleskoplader ist. Oder die Quadratlader. So, das weiß ich jetzt auch nicht, was für das ist, wo drauf steht. Müssten wir sie hier. Die blaue, da hörst du, die Baller, wie die heißt. Ach, die ist glaube ich für den Teleskoplader. Ja, kann gut sein, ja. Ja, die das ist. Also normal fahre ich ja so gut wie es geht in Ansicht, aber mit dem riesen Schneidwerk fahre ich keine in Ansicht. Nee, sieht man leider relativ wenig. Ne? Das müsste so sein wie bei der Lexions, wo du dann Kamera hast. Schneidwerkskamera hast, ja. Ja. Das ist ein Teleskoplader. Bremse. Hier, ob ich es auch koppeln kann, dann wissen wir es hier. Also, ich bin bei 75%. Jawohl. Komme. Ja, Teleskoplader. Na gut, drehen wir um. So, würde ich sagen, nehmen wir jetzt Strohlager ab Schwart hier. He? Ja. Schauen wir mal. Voll? Ja, ne? Nein, nein, nein. Nein, nicht ganz. So. Ja. Oh, geht bis was ran bei dir, ne? Ja, 46,9. Bisschen was kann man noch laden. Teleskoplader noch. Hm. Oh, oh. Dann steh ich nie. Oh, hätten wir doch mit 2A hergehen können. Treasure-Mensch, oder? Ja, ja. Schon jetzt gedenkt, das Feld sieht so clay aus. Hm. Gut, bis ich jetzt hineingefahren bin, ne, weil die Folge rum sind. Ja, ja, klar. Ah, aber jetzt kann man das hier auf Screen machen, da. Ja. Da ist da an der Drescher hoch. Oh, wenn du willst, kannst du ihn schon holen. Ja, gut, kann ich machen.
Möglichkeit, aber anzugehen. Du hast hier der Hänger ohne Stehgloss, ne? Kann ja, ich schon abladen fahren. Ja, noch geht ein bisschen was, ne? Viel Platz haben wir noch. Noch ein bisschen. Wieso? Ein bisschen. Gott sei Dank fährt der Drescher schneller wie normal. Ja. Dann fährt er 40, geht 30. Sag mal, sollte nicht irgendwas, habe ich gelesen, so Deutschladebar rauskommen? Ja. Der ist aber noch nicht raus, oder? Ich glaube nicht, ne, ich glaube von MTM oder ist der, glaube ich. Ja. Habe ich irgendwas mitgeredet, aber ich habe noch nirgends gefunden, weil der hat eigentlich relativ interessant ausgesehen. Ja, ja, ist Facebook, ne? War ja. Das ja. Ja, der scheint ganz gut auszusehen, bin mal gespannt. Ne? Dauert jetzt auch, wie gesagt, nicht mehr lang, bis die Krone-Presse kommt. Ja, verzeiht, ey. Ich hab zwar so eine von John Deere, aber die ist nicht so irgendwie der Reiser. Ja, ich weiß, ich hab die ja, wie gesagt, aber ja. Ist nicht schlecht, ja. Ja, mich nervt's halt nur, wenn du so anhängst, ne, hinter das, das Dale, dass das immer so, sobald es kraft, dass das so irgendwie auf dem Rickel leid. Und muss mit dem Frontlader das... Hoppla, ui, ui. Falsches Pedal, ui, 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 ui. Ja. Schön, ich war da blach, Mitte schon ins, mit ins Weizen in Gefahr. Herrlich, herrlich. Eigentlich, warum fahre ich da runter, ey? Ich hätte ja das Dings holen können. Mach ich jetzt so. Genau, kann hier direkt in der Nähe geparkt. So. Ich wollte dabei ganz außen rumfahren für zum Abtanken, aber kann ja, aber, kann ja einen Bulldog nur fahren. Ja, geht da. Oh, ich bin schon fast da, ey. Geht doch recht zügig, so mag ich. Mit 40 km/h geht das doch schon flotter, ne? Ja, ja. Wie viel geht denn hin? 40.000. 40.5, glaube ich. Ein Drescher, Mensch. Nein, nein, der Hänger. Ah, der Hänger, 46.9. Ja, das ist voll. Hä? Der ist voll. Ja, bei Dresch weiter, ich fahre jetzt zurück. Oh. Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, am Schweinhof könnte man eventuell auch abkippen. Ah, muss ich nicht ganz zurückfahren, ich bin mir nicht sicher. Weil wenn du willst, kann ich erst mal gucken gehen. Wenn er ist ja gerade da hinten drauf. Drescher ist da. Gut, ich komm, Google, ja. Pingelische Hub, ey. Ja. So, guck, ob ich von da hinterher reinkomme. Weil ich meine, es kann sogar sein, dass das irgendwie ein Silo ist, wo der reinkippen kann. Ich war mir nicht sicher, aber dann müssen wir es halt zurückfahren. Ja, ich kann nicht durch die Hecke fahren. Nein. Ja, das ist Kollision, ja. Gut. Peace.
Geht der Schwange nicht auf? Die ist nicht kauf, ne? Kann man nicht. Ach, dann haben wir nicht kauf. Mm-mm. Gut, aber dann kommen die Drescher und wir fahren später ab. Ja, mein Sparkartenmotor, dass man neuen Google kennen, was kostet. Ja, genau. Ich sah, dreschen wir das Feld offscreen fertig. Ja. Weil wir müssen nämlich jetzt auch fertig mit dem Part. Oh, wieder einmal. Jo, geht schnell. Und dann machen wir das Feld jetzt gerade noch fertig und dann gucken wir, wo wir es hinkippen. Ob wir es noch hochfahren oder ob es auch eine Schweinemast, gucken wir gleich. Ja, können wir machen. Gut, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da oder ein Abo, da freue ich mich auch immer extrem drüber. Ansonsten, wie immer, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja.